ihr Elfen euch nicht ausnahmsweise mal vertragen? Ich hab nichts gegen Solus. Er ist momentan den, den ich am meisten vertraue von euch hier. Das klang gar nicht gut. Das muss euch nicht interessieren. Okay, ich brauch so nicht böse reden oder so. Dann seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Liliana schafft es. Wenn wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Da ist ein Riss. Noch ein Riss. Wir müssen ihn schließen. Schnell! Es werden immer mehr. Helft uns! Yay, ich bin Bogenschütze. Genau, was hat das? Du verursachst mehr Schaden, wenn du von einer erhöhten Position ausschießt. Das finde ich gut. Du hast gelernt, bislang noch unverletzte Gegner für ihre Selbstsicherheit bluten zu lassen. Du fügst Gegner, die nur leicht verletzt sind, höheren Schaden zu. Das ist auch cool. Weil ich habe Bock auf einen weiteren Skill, kann ich aber noch gar nicht lernen. Ich kann den noch erweitern, tatsächlich. Fernschuss durchbohrt jetzt sämtliche Gegner in den Flugbahnen des Pfeils und Fusos. Ursache für jedes zusätzliche Ziel Bonusschaden. Und dann gibt es nur. Fernschuss verursacht jetzt auf größere Distanz noch höheren Schaden. Das finde ich cool. Ja, dann können wir auch nicht, ne? Nee. Der Riss ist weg. Öffnet das Tor. Sofort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Tja. Da vorne hier auch noch was? Hier. Ich hatte da, glaube ich, was für Cassandra. Morgenstern ist auf jeden Fall stärker. Hier, Cassandra, ja. Ah, da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet.
Also hat hier eigentlich keiner von euch tatsächlich das Sagen. All unsere Anführer sind tot! Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Jetzt interessiert es euch also, was ich denke? Ihr tragt das Mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen, da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Ich nehme das. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Dann gehen wir hoch. Der Tunnel müsste gleich dort vorne sein. Und direkt dahinter liegt der Weg zum Tempel. Was für eine Art Tunnel ist das? Ein Bergwerksstollen? Er ist Teil einer alten Minenanlage. Diese Berge sind voll von derartigen Gängen. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Okay. Oh, der hat mich sogar noch getroffen, ne? Arschloch. Sonne. Der ist auch tot. Wo zur Hölle bin ich hier? Revelio. Na gut, das gibt es jetzt wirklich. Man sagt immer blöd bei Revelio, überhaupt aus Legacy, dass er stehen geblieben ist dabei. Ist viel einfacher, wenn man dabei laufen kann. Erstmal das Geld. Stilett und Griffonschild. Ah, sieh an. Oh ja, was für Cassandri. Nase kratzen, nur weiter geht's. Vorne ist noch Geld. Da ist noch ein Beutel. Und ein Sommerstein. Yay, damit kann ich Pokémon weiterentwickeln, glaube ich.
ist. Nee, ist egal. Bleibt jetzt so. Sonst ist erstmal soweit nichts. Ich schätze, wir haben die Soldaten gefunden. Das können unmöglich alle sein. Dann könnten sich die anderen vielleicht weiter vorne verschanzt haben. Möglicherweise. Die Bresche muss für uns an erster Stelle stehen. Wenn wir sie nicht bald schließen, ist niemand mehr sicher. Das überlasse ich unserem elfischen Freund hier. Okay, immer bin ich's. Oder mit der Solis. Hey, lass das. Ihr habt ihn ebenso geschlossen wie den letzten. So langsam bekommt ihr Übung. Dann hoffen wir mal, dass es bei dem Großen auch funktioniert. Zuniert. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid, Lady Cassandra. Ich glaube nicht, dass wir noch viel länger durchgehalten hätten. Dankt unserem Gefangenen, Leutnant. Er hat darauf bestanden, dass wir diesen Weg nehmen. Dem Gefangenen? Dann seid ihr... Wir müssen zur Bresche. Und zwar rasch. Zur Bresche? Ich verstehe nicht. Der Rückweg ins Tal ist im Moment sicher. Geht, solange ihr noch könnt. Wir brechen sofort auf. Na los, Bewegung! Der Weg vor uns scheint ebenfalls frei von Dämonen zu sein. Dann beeilen wir uns besser, bevor sich das ändert. Die Leiter runter. Das ist der Weg zum Tempel. Stufe 6, ne, ist klar. Toll. Na gut. Also, Löcher im Nichts kommt doch nicht zufällig zustande, oder? Wenn ausreichend Magie zum Tragen kommt, ist es durchaus möglich. Aber es gibt einfachere Wege, Dinge zur Explosion zu bringen. Das ist wahr. Wie das alles geschehen ist, können wir uns fragen, sobald die unmittelbare Gefahr gebannt ist. Mhm. Der Tempel der Heiligen Asche. Oder das, was von ihm übrig ist. Dies ist der Ort, an dem ihr aus dem Nichts getreten seid und von unseren Soldaten gefunden wurdet. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Okay.
Also erstmal alles erkunden hier. Anderen Weg wäre ich hier lang gekommen. Wenn ich den anderen Weg genommen hätte. Na schon vor. Da vorne ist eine Leiche. Ein Tempel, mal gucken, wie ihr besser steht. Uiuiui. Bauer sei Dank. Liliana, lasst eure Männer um den Tempel herum Posten beziehen. Dies ist eure Chance, das alles zu beenden. Seid ihr bereit? Ich nehme an, ihr habt einen Plan, wie ihr mich darauf bringen wollt. Nein. Dieser Riss war der erste, und er ist der Schlüssel. Schließt ihn, dann können wir vielleicht auch die Bresche schließen. Dann lasst uns einen Weg nach unten suchen. Und seid vorsichtig. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Bringt mir das Opfer. Was ist das? Ich vermute die Person, die die Bresche erschaffen hat. Dieses Zeug hier ist rotes Lyrium, Sucherin. Ich sehe es, Varric. Aber was macht es hier? Magie könnte sich des Lyriums unter dem Tempel bedient und es verderbt haben. Es ist böse. Was auch immer ihr tut, berührt es nicht. Bringt das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Das ist die Stimme der göttlichen Justinia! Mhm. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Das war eure Stimme. Und ihre Heiligkeit. Aber... Was geht hier vor? Flieht, solange ihr noch könnt! Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Tötet den Elf. Ihr wart dort! Wer waren die Angreifer? Und die Göttliche? Ist sie... War diese Vision die Wahrheit? Was sehen wir hier? Ich erinnere mich nicht. Echos der Rede im Schild. Das Nichts sickert in diesen Ort hinein. Dieser Riss ist nicht versiegelt, sondern verschlossen. Vorübergehend. Ich glaube, mit dem Mal kann der Riss geöffnet und dann sicher versiegelt werden. Allerdings dürfte die Öffnung des Risses einige Aufmerksamkeit erregen. Das heißt Dämonen. Achtung!
Okay. Jetzt! Wir müssen seine Verteidigung schwächen. Ja, das kann ich ja machen. Boah, mache ich wenig Schaden, ne? Ey, lass das. Durch den Riss kommen noch mehr! Ey, wie konnte er mich aufdecken? Ersten Stücken. Entfernung, anvisieren und wieder drauf. Das war ein schöner 104er Damage. Ja, der ist gleich weg. Er ist weg. Schließ den Riss! Hat er was gedroppt? Schade, geht nicht. Ah, dann schließen wir den mal. Tut es! Du hast des Himmelszorns freigeschaltet. Yay. Ich wusste nicht, dass ihr wach seid. Wirklich. Warum seid ihr so verängstigt? Was ist passiert? Das war falsch, nicht wahr? Ich habe etwas Falsches gesagt. Ich denke nicht. Ich bitte euch untertänigst um Vergebung und euren Segen. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Huch, ihr seid unwegs, in Haven, my Lord. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen, genau wie das Mal auf eurer Hand. Seit 3 Tagen redet niemand mehr von irgendwas anderem. Dann nehme ich an, dass mich jetzt wohl ein Prozess erwartet, richtig? Darüber weiß ich leider nichts. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist wo? In der Kirche, mit dem Lordkanzler. Umgehend hat sie gesagt.
Okay. So, es gibt jetzt halt so Spezialausrüstung. Kann ich auch andere nehmen? Momentan nicht. Ausrüstung. Ich habe einmal die Avar-Rüstung. Und die Drachenrüstung nehmen. Skrutar ist natürlich am besten, ne? 85 oder 86. Ich nehme die Avar-Rüstung, ich finde die cool. Beziehungsweise. Das Handling Feuer. Verteidigung Nahkampf ist ja auch gut. Na, Skrutar ist wirklich am besten eigentlich. Ah, ich nehme die. Scheiß drauf. Ist eigentlich eine Dingsrüstung. Eine Rüstung der. Wie hießen die anderen Viecher nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Häuser rein, wenn es geht. Das ist er. Das ist Andrastes Herold. Es? Wo? Oh. Warum hat Lady Cassandra ihn in Ketten legen lassen? Ich dachte, Sucherinnen wissen alles. Sacred. Ich glaube, Sucherin Cassandra würde gerne mit euch reden. Okay. Hoppala. Eingesammelte Lieder. Das ist er. Er hat verhindert, dass die Bresche noch größer wird. Hieß es nicht, er würde sie ganz schließen? Egal. Das ist mehr, als jeder andere erreicht hat. Andernfalls hätten uns die Dämonen. Okay, okay. Es gibt immer noch viele Risse. Ey, hör auf zu reden jetzt. Blöd, dass man nicht sammeln kann, wenn die reden. Das Glück würde ich brauchen, glaube ich. Sichere Wege, Herold Andrastes. Da komme ich noch nicht rein. Der Erbauer sei mit euch. Fahren aber auch noch mal was. Wer bist du denn? Keine Bestellungen im Moment. Und wenn euch das nicht passt, beschwert euch bei Cassandra. Es tut mir leid. Oder so ähnlich. Kanzler Roderick sagt, dass die Kirche nichts mit uns zu tun haben will. Ich bin gleich durch mit meiner Loot-Tour. Oh, schöne Sachen lesen. Oh, ich bin Level 3. Moment mal. Das heißt, ihr könnt ja was lernen. Ähm.